Für Rostock der letzte Tag der 32. Hanse-Sail. Für den Holländer Ton Lemmers nach 3 Jahrzehnten die letzte Sail als Kapitän der Stella Maris, einem alten Frachtsegler. Für ihn ist nach dieser Ausfahrt Schluss. Ich bin 81 und einmal hört es auf. Und wenn die Leute buchen, dann muss ich auch sicher sein, dass ich nächstes Jahr wieder fahren kann und körperlich gut geprüft und gut geachtet bin und so weiter. Während Ton für seine letzte Ausfahrt auf Wind hofft, buntes Treiben im Stadthafen. Und erste Bilanzen werden gezogen. Wenn man über die See läuft und mit den Besucherinnen und Besuchern spricht, dann sind ja alle sehr begeistert. Ich bin auch sehr zufrieden. Der Wettergott war auf unserer Seite. Wir haben 150 Traditionssegler in der Stadt aus 7 verschiedenen Nationen. Ich glaube, die Bimasuci aus Indonesien war hier ein ganz besonderes Highlight, aber natürlich auch unsere Schiffe wie die Santa Barbara Anna. Im Vorfeld jeder Sail heiß diskutiert, der mögliche Lärm, die steigenden Preise und das Wetter. Wie erleben das die Besucher? Unheimlich schön, finde ich. Ich bin Anwohner übrigens hier unten und ich finde, das ist auch disziplinierter geworden mit dem Krach. Ich bin zufrieden mit der Hanse Sail. Ich finde 4 Euro ist okay. Ja, Bierpreise sind hoch, aber das bin ich mittlerweile gewohnt. Insgesamt gefällt es mir aber gut. Das Wetter ist perfekt. Die Laune ist auch gut. Das Wichtigste ist, dass viele Leute einfach Spaß haben am Wochenende, alle zusammen, es regnet nicht. Alles sieht schön aus. Jenseits der Kaikante geht es nur um sie. Die Schiffe sind das Herz des weltweit größten Treffens von Traditionsseglern. Viel los auf dem Wasser. Unfälle gab es trotzdem keine. Die Polizei spricht von einer entspannten Sail. Auch rund um das Feuerwerk am Samstagabend. Schadstoffarm und laut Organisatoren CO2 zertifiziert. Wir schauen auf eine sehr friedvolle und bunte Hanse-Sail zurück. 500.000 Besucher haben wir an den 4 Veranstaltungstagen begrüßen dürfen. Und wir schauen in zufriedene Gesichter, sowohl bei den Marktteilnehmern, bei den Schaustellern, bei den Traditionsseglern. Doch etwas trübt die Stimmung. Ab 2024 gilt eine neue Sicherheitsverordnung. Die Regeln der Berufsschifffahrt sollen dann auch für Vereine gelten, die die alten Segler ehrenamtlich am Leben erhalten. Viele könnten dann aufgeben. Das muss man bezweifeln, dass wir mit so einer großen Flotte wieder erneut dabei sein können, wenn wir nicht etwas tun. Es ist höchste Eisenbahn, denn ich sage immer, jedes Schiff, das tot ist, ist weg. Und es ist hohe Zeit, an dieser Stelle gemeinsam zu überlegen, wie wir den Traditionsschiffen helfen können. Zurück zu Ton Lemmers. Auch er hadert mit den immer stärkeren Auflagen. Und Fahren macht mir noch immer Spaß, kein Problem. Wenn ich angefangen bin, sah das ganz anders aus. Jetzt haben wir überall Regeln und das macht nicht einfacher. Auch deshalb sei es für ihn die letzte Sail. Heute hat er noch einmal abgelegt, um vor Warnemünde die Segel zu setzen. Und ja, vielleicht komme er zurück nach Rostock. Dann als Tourist.